zusammen. Oho, da stehen ja viele Fahrzeuge in der Schlange für unsere Waschanlage. Oh, danke, Bobby. Ja, Gecko hat mehr Kunden als ich. Aber wenn ich seine Waschanlage kaputt mache, müssen alle meine nutzen. Oh, Babytruck. Was kann ich heute für dich tun? Heiliger Schraubendreher! Was ist mit der Waschanlage los? Ja. Wir müssen sie abschalten. Oh nein! Unsere Waschanlage läuft weg. Oh, das ist einfach zu lustig. Donnerwetter, keine Frage. Wir folgen unserer Waschanlage. Oh, lass mich in Ruhe. Ich habe letzte Woche geduscht. Danke. Nein. Nein, 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 nein. Wir müssen sie überholen. Mechaniker, wir gehen jetzt rein. Mechaniker, kletter drauf und schraub die Abdeckung der Schalttafel ab. Schneidet den roten Draht durch. Nicht den gelben Draht, den roten Draht. Nicht grün, rot. Hoppla, hopp. Wir haben die Waschanlage gestoppt. Aber, wie kriegen wir sie wieder zurück in die Werkstatt? Bis bald. Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Blaui, siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist es, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geschenk, Gecko. Was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow! Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Mechaniker! Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier es mal. Hihi, man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen.
Jetzt, Max. Oh, was ist das denn für ein Krach? Super Landung, Max. Mit den neuen Aufhängefedern kannst du wirklich sanft landen. Ich glaube, wir brauchen meinen Plan B gar nicht, hm, Rotti? Nur noch ein paar kleine Korrekturen. Haha, du willst mehr sein wie dein Bruder, hm, Molly? Warte kurz hier. Ich habe viel bessere Aufhängefedern für dich als Gecko. Du wirst schon sehen. Hehe. Fast fertig, Max. Was ist das? Das federt mehr, als ich dachte. Oh nein. Molly hat zu viel Federn. Wir müssen sie stoppen. Schnell, Roti. Plan B. Bereit, Roti? Jetzt, Roti. Zeit für Plan B. Alles wieder gut, Molly. Ich weiß, du wolltest nur sein wie dein großer Bruder. Wir kümmern uns mal um die Federn, ja? Jetzt, Molly. Hm. Gecko denkt, er macht bessere Federung als ich, hm? Aha. Du landest besser, weil du neue Federn hast. Also geh ruhig spielen. Wir wünschen viel Spaß. Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Hm, das sehe ich mir mal an. Wow, ein Niederbruch. Noch ein Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Du stark bist. Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt. Hallo zusammen, heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker! Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Thank you.
Albi. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Ja. Oh. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Wir gehen heute Abend campen. Hihi, nicht weit von zu Hause. Wir müssen nur das Zelt aufbauen. Hä? Hä? Hihi. Nicht so schlimm, Mechanika. Ha, es wird schon dunkel. Lasst uns ein Feuer machen und Marshmallows grillen. Beim Feuer machen passt gut auf, haltet Abstand und achtet drauf. Hm, seht mal, Fiona, Feuerwehrauto und Dandy. Dann gibt es wohl einen Notfall. Feuer, Feuer, keine Panik, Leute. Dandy ist hier und kümmert sich um die Gefahr. Warte, Dandy, stopp. Das ist unser Lagerfeuer. Ups, tut mir leid, Gecko. Ist okay, Dandy. Wir wollen ein paar Marshmallows grillen. Wollt ihr zwei vielleicht mitmachen? Ja, natürlich. Danke. Juhu. Ups. Tut mir leid, Fiona. Heilige Leiter. Fionas Steuerung ist außer Kontrolle. Bleibt alle ganz ruhig, denn die macht das. Halt dich fest, Dandy. Keine Sorge, es läuft alles nach Plan. Der Knopf sollte die Leiter stoppen. Bringen wir Fiona in die Werkstatt und reparieren die Steuerung. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen reimen macht Spaß. Ich glaube, Fionas Steuerung spinnt. Wir sehen uns das mal an, geschwind. Die Knöpfe kaputt und die Hebel ganz locker. Erneuern wir die und hauen alle vom Hocker. Bei denen habe ich keine Bedenken. So können die zwei wieder Feuer bekämpfen. Gut gemacht, Team. Wir haben es geschafft. Die Reparatur hat viel Spaß gemacht. Das war toll. Danke, Gecko. Nein. Danke, Mechaniker. Ich liebe Marshmallows. Wir müssen los. Jemand braucht unsere Hilfe. Ups, das war's nicht. Tut mir leid. Na ja. Wir sollten sowieso ins Bett. Bis bald. Oh, was für ein schöner sonniger Tag. Was um alles in der Welt ist das? Wow. Durch diesen großen Ballon wird man meine Werkstatt selbst von Kilometer Entfernung finden. Uff, wer ist das? Ich bin beschäftigt. Max? Mehr Luft in Reifen? Okay. Warte. Herr Wiesel füllt Max Reifen nicht mit Luft, sondern mit dem Helium von seinem Ballon. Das heißt... Haha. Haha. Keine Sorge, Max. Ich komme. Ha,
heiliger Schraubenschlüssel. Wieso meine Schuld? Oh. Oh, keine Sorge, Max. Uns fällt schon was ein. Max, wenn ich etwas Luft aus deinen Reifen lasse, werden wir wegzischen wie ein Ballon. Jetzt geht's, Max. Flieg in Richtung Werkstatt. Bitte schön, Max. So gut wie neu. Diesem Gecko werde ich's zeigen, sobald mein Werbeballon fertig ist. Oh. Komm, Grüni, lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck, Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Schön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Schraubendreher. Wer ist das denn? Oh, hallo, Frosch. Ist dir mein neues Auto aufgefallen? Das ist Silvester. Spitzname Sly. Hi, Silvester. Schön, dich kennenzulernen. Oh, entschuldigt uns bitte. Jemand braucht unsere Hilfe. Dylan hat Probleme auf der Baustelle. Wir werden ihm helfen. Wir sind in 0, nichts da. Ich denke, wir sollten trotzdem fahren, Mechaniker. Los, los, Tilly, Abschleppwagen. Ich frage mich, ob wir Dylan helfen können, ohne in diesen entsetzlichen Schlamm zu fahren. Ah, falscher Knopf. Aha, ich wusste, dass wir das hinkriegen. Sieh, Sly. Muss ich wirklich alles allein machen? Zieh mich hier raus, Sly. Zum Teufel mit diesem verdammten Schlamm.
Keine Sorge, ihr seid schon bald wieder draußen. Los, los, Mechaniker. Vielleicht willst du mal meine Autowaschanlage besuchen, Sly? Und Sie dürfen sie auch benutzen, Herr Wiesel. Nein, danke. Oh. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Fertig, Mechaniker. Heute ist Heiligabend und die Werkstatt sieht perfekt aus. Wisst ihr, was ihr euch vom Weihnachtsmann wünscht? Oh, du weißt es nicht, Blaui? Dann entscheide dich mal. Der Weihnachtsmann kommt bald. Ho, ho, ho. Wow! Ich dachte nicht, dass er so bald kommt. Hallo, Weihnachtsmann. Gecko, ich brauche deine Hilfe. Meine Rentiere sind krank, also kann ich nicht fliegen. Das müssen wir schnellstens wieder hinbiegen. Bring ich das Spielzeug nicht heute zu den Kindern, dann wird das die Weihnachtsfreude überall mindern. Keine Sorge, Weihnachtsmann. Das kriegen wir hin. Das ist es. Oh. Oho. Dank Geckos Team findet Weihnachten statt. Dafür gibt es für euch Geschenke satt. Genau, was ich brauche. Danke, Weihnachtsmann. Weißt du jetzt, was du willst, Blaui? Hoho! Du willst fliegen auf meinem Schlitten? Da musst du mich nicht lang drum bitten. Ho, ho! Ho! Hoho! Wir von Geckos Werkstatt wünschen euch frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Gut gemacht, Baby Truck! Wir sind fast fertig mit deiner Fahrprüfung. Du musst nur rückwärts die Rampe hochfahren. Keine Sorge. Langsam. Und hoch. Sehr gut gemacht. Du hast deine erste Fahrprüfung bestanden. Du nennst das eine Fahrprüfung? Das nenne ich eine Teststrecke. Nicht wahr, Sly? Was genau testet ihr auf diesem Parcours? Wie viel besser wir sind als ihr. Hoho, das ist zu einfach für mich! Sei, du überdimensionierter Toaster, hilf mir! Baby Truck, wir müssen sie retten. Ganz in Ruhe. Du kannst das schaffen. Tolles Manöver, Baby Truck. Keine Sorge, Herr Wiesel. Ich hole sie sofort darunter. Genau wie vorhin bei der Prüfung, Baby Truck. Ruhig und langsam.
gesund und munter, Sly. Nun, sieht aus, als hätte ich diese Prüfung sehr gut bestanden. Baby Truck, du bist die Beste. Du hast die Fahrprüfung bestanden. Und das mit Bravour. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck, die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Oh nein! Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggeniest. Oh, keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker. Igitt! Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn. Oh, oh, oh. Vorsicht, Gelbi. Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht. Aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh. Wartet mal. An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubwedel. Aha. Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald. Hallo zusammen. Wir sind gerade auf dem Weg zu Cat zu einem Kuchenverkauf. Hola, amigos. Willkommen zu meinem Kuchenverkauf. Wir haben Donuts, Muffins und meinen Lieblingskuchen. Milchkuchen. Wo ist der Kuchen, Cat? Oh nein, mein Kuchen wurde gestohlen. Die schmecken fantastisch. Und die gehören alle mir. Nicht dir, Sly. Hol dir selbst welche. Ich bin so voll. Ich denke, ich mache mal die Augen zu. Oh nein! Herr Wiesel schläft hinterm Steuer. Folgt dem Sportwagen. Oh. Herr Wiesel! Aufwachen! Wir müssen ihn aufhalten. Gut festhalten, Mechaniker! Herr Wiesel, alles okay? Oh. Nicht so schlimm, Sly. Du hast nur einen Platten. Das kriegen wir wieder hin. Gecko weiß, was man da tut. Ein Pflaster auf den Reifen. Schon ist alles wieder gut. Gecko, irgendeine Spur von meinem Kuchen? Exzellente! Du hast den Kuchen gefunden. Ja, gut gemacht, Sly. Oh,
Nein, nein, nein! Wer es findet, darf es behalten! Nein. Ups! Komm, Cat. Wir bringen das alles wieder zu deinem Kuchenverkauf. Also dann bis bald.